Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem 22. Türchen im Adventskalender. Diesmal sind wir wieder auf der PlayStation Vita bzw. auf dem PlayStation TV und das hier ist Virtue's Last Reward für, ja. Das Spiel gibt es übrigens auch für den Nintendo 3DS und so wie mein bester Freund der, wie heißt der nochmal? What the fuck Big Boss? Genau, der What the fuck Big Boss, der Marco. Der hat gesagt, auf dem 3DS sei das Spiel eigentlich noch besser. Von der Steuerung her. Gut, was geht's in diesem Spiel? Das ist eine Visual Novel. Da geht's darum, man ist eine Person namens Sigma Klim. Und ist mit 8 weiteren Personen in einem Bunker gefangen und muss entkommen. Das ist also die Grundgeschichte, die Grundstory. Das ist der zweite Teil aus einer Trilogie. Der erste Teil ist nur für den Nintendo DS, glaube ich, rausgekommen. Soll bald mal auf der PS Vita rauskommen. Ich ersehne den Moment schon längst herbei. Und ja, gut, ich labere nicht mehr so viel und drücke auf Continue. Und wie man sieht, habe ich eigentlich das Spiel schon zu 100% durch. Und ich fange jetzt einfach von hier wieder an. Und von der Steuerung her. Ja, gut, jetzt fängt es wieder von vorne an. Man sieht den 25. Dezember 2028. Ja, passt vom Datum her fast gut. Das hier ist Sigma gewesen. Und wie man sieht, wurde er ohnmächtig, ist von dieser Gestalt hier entführt worden. Und jetzt wacht er hier auf. Au. Au, 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 au. Verdammt. Es fühlt sich an, als mein Kopf bald mal explodieren würde. Warte. Wo zur Hölle bin ich? Sieht aus, als ob du in einem Lift wärst. Sieht aus wie ein Lift, aber ist es nicht offensichtlich? Oh, wer bist denn du? Das habe ich gerade gesagt. Hallo. Okay. Dann mal eine andere Variante. Wo zur Hölle sind wir? Und wenn wir gerade im Raum sind, warum sind wir hier? Keine Antwort. Bist du immer so freundlich, oder habe ich dich während des Schlafens gehauen? Verdammt. Kein Glück mit den Tasten. Ich bin sehr freundlich. Was? Ich sagte, ich bin sehr freundlich. Ah, sieht so aus, als ob du doch reden kannst. Okay, versuchen wir es nochmal. Wo sind wir? Keine Ahnung. Okay, könnte schlimmer sein, denke ich. Du hättest auch sagen können, wir sind gefangen einer. Boah, das ist zu viel. Wir sind gefangen einem Booby-Trapped. Irgendwas mit Brüsten. Lift in einem. In einer topgeheimen Lokalität. Oder Gebäude, wo sie groteske menschliche Experimente machen. Könnte ja sein, ne? Okay, zurück zur ersten Frage. Wer bist du? Womit ich meine, was ist dein Name? Sigma. Sigma.
Süß. Das ist mein Name. Ich hab dich gefragt. Moment. Wieso kennst du meinen Namen? Habe dich schon mal getroffen? Nein, hast du nicht. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber was? Wie kannst du meinen Namen wissen? Ohne eine Ahnung zu haben, wer ich bin. Woher soll ich das wissen? Ich weiß es einfach, okay? Hey. Kein Grund, meinen Kopf abzubeißen. Du machst einfach gerade keinen Sinn. Und du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Halt's Maul! Bleib nur weg von mir, Großvater. Großvater? Ich weiß es einfach nicht, okay? Es war einfach da. Wie... als ich dich ansah... und irgendwas in meinen Gehirn hat gesagt, das ist Sigma. Warte eine Sekunde. Was denkst du, was das Ding hier ist? Was? Dieses Armband. Siehst du hast auch eins. Die sind ziemlich identisch. Ja. Ja, du hast recht. Woher kam die denn? Es war schon an, als ich aufgewacht bin. Ich habe aber nicht herausgefunden, für was es ist. Okay, jetzt geht's mir langsam zu lange. Jetzt spulen wir mal. Ach ja, genau, das hier ist Zero. Und damit zeige ich euch mal das Gameplay. Seek a Way Out. So. Da ich weiß, wie das Spiel funktioniert, muss ich mir die Erklärungen so nicht anhören, aber auf jeden Fall geht es hier darum, aus diesem Raum hier rauszukommen. Das ist eine der Aufgaben in diesem Spiel. Erstens mal aus den Räumen herauszukommen, dann kommt wieder ein Leseteil, dann gibt es ab und zu eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidungen beeinflussen die ganze Geschichte und wieder mal ab und an aus dem Raum entkommen. Gut, schauen wir mal hier. Eine quadratische Metallbox. Sieht aus wie ein Safe. Ja. Ich wundere mich, was da drin ist. Etwas, das jemand wohl geheim oder sicher halten möchte. Was würdest du sonst in einen Safe stellen? Nun, was denkst du, was es sein könnte? Ein Keks. Was zur Hölle ist so im Wichtigen? Okay. Wieso soll ein Keks so wichtig sein? Wie wäre es mit einer weiteren Box? Was soll das bedeuten? Versuch sie einfach zu öffnen. Wie? Das ist ein Pad. Da vorne mit Nummern oder solche Eingabe. So öffnet man die wahrscheinlich. Richtig. Können Sie ja mal versuchen. Okay, wir sind wieder zurück.
Aha. Du kannst einen Wireless-Controller verwenden, um Berührungsvorgänge zu simulieren, wenn du Software im PlayStation Vita-Format oder im PlayStation Mobile-Format verwendest. L3 Touchscreen, L3 Rückwärts-Touchscreen und beides drücken. Mit der X dann Eingabe. Okay. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ah, schau mal, jetzt geht's. So, also. Versuchen wir es hier nochmal mit dieser Box. Na, jetzt funktioniert es gut. Verdammt, kein Glück. Natürlich nicht. Mit Raten kommst du nicht weit. Du brauchst einen Schlüssel wahrscheinlich. Oder einen Tipp. Okay. Ich weiß, wie man das Rätsel löst, also mache ich es eigentlich ganz schnell. Ich habe sowieso schon relativ viel Zeit verbraten. Wieso sind die so lackiert? Hey. Kann man abnehmen. Nein, das Ende ist lose. Kannst du es abnehmen? Lass mal nachschauen. Jo, funktioniert. Und jetzt können wir natürlich noch auf Examen drücken, also anschauen. Wahrscheinlich ein Schraubenschlüssel für irgend so was Spezielles. Der Griff ist gelb. Okay. Dann nehmen wir noch den grünen. Auf der anderen Seite haben wir noch blau und rot. Also den blauen noch genommen, das noch den roten. Es gibt hier bei den Rätseln übrigens immer zwei Codes, die man eingeben kann. Der eine ist, um aus dem Ding herauszukommen. Und das zweite ist, um noch ein Geheimnis zu holen. Was bedeutet du, was das bedeutet? Was denkst du, was das bedeutet? Wenn ich das wüsste. Das ist nur ein Bild von Babys und alten Menschen. Kannst du das von der Wand nehmen? Jo, kann man. So, was noch? Feuerlöscher. Ein Feuerlöscher? Was macht sowas in einem Lift? Ist das nicht offensichtlich? Es ist da, wenn es ein Feuer gibt. Boah, denkst du, irgendwas hier könnte ein Feuer starten? Das ist nicht auszuschließen. Ach, mach das doch nicht. So, was ist das hier? Ein Schlüssel. Dann noch eine Anleitung. Aha, das wäre es schon gewesen. Den Schlüssel habe ich ja schon genommen. Jetzt kann ich den auch
gleich hier verwenden. Den habe ich jetzt gerade ausgewählt, wie man sieht. Und hier könnte ich noch wechseln. So. Also nehmen wir den gleich mal. Oh, schau mal hier. Ich mag das auch nicht alles lesen. Jetzt haben wir verschiedene Schlüssel, die können wir dann alle miteinander verbinden. Und das kann man übers Menü machen. Mit kombinieren. Hier, so, jetzt können wir eines nehmen. Dann nehmen wir kombinieren wieder. Es ist egal, mit was wir es machen, aber auf jeden Fall. Einfach irgendwas nehmen. Die Steuerung mit dem Controller ist gewöhnungsbedürftig. Wow, ist der wählerisch. Macht doch keinen Unterschied. Ob vielleicht. War das ja an der Anleitung oder sonst was, dass man unbedingt den verwenden muss. So. So, wieder da. Ah, wie man sieht, hat es einen Sinn ergeben, wie man das Ganze anwendet. Ist ab. Ja, danke, Sherlock Holmes. Das habe ich auch gesehen. So, nehmen wir den. Dann nehmen wir den gelben. Danke, jetzt habe ich es mal getroffen. Geht doch, meine Fresse. Oh, jetzt bin ich aus dem Menü geklettert. Nicht gut. Eigentlich wollte ich nur den auswählen. So. Es hat einfach gerade nicht so richtig funktioniert hier mit dem Internet Explorer, mit dem Firefox und. Das hat mich gerade ein bisschen verwirrt. So. Was ist denn das? Oh, ein Spiel. Den grünen Würfel muss ich nach unten bringen. Okay. Das kann ich ziemlich gut so machen. Wie geht das nochmal? So, richtig. Ah, ich mach's mir natürlich schwierig.
Geht doch. Gut, hat es also geklappt. Eine Memory Card. Okay, interessant. Oh, da wollte ich nicht hin. So, kann man sich da unten reinstecken. Kann ich nicht. Gut. Da braucht einen Schlüssel. Habe ich aber nicht. It's a rabbit. Bist du blind? So, da ist ein Schlitz. Da ist ein Schlitz. Da ist ein verdammter Schlitz. Ah. Lassen wir es. Gut, dann schauen wir mal. Falsch. Schauen wir mal genau das Poster an. Jetzt schauen wir mal an, wie viele alte Leute es hier drauf sind. Eines, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich würde sagen, sieben alte Leute sind drauf. Ja, sieben. Dann geben wir hier mal 7 ein. So, und jetzt schauen wir hier mal bei den Babys. Falsch. Also, wie viele Babys haben wir? Eines, zwei, drei, vier. Ja, nur 4. Oder habe ich das falsch gesehen? Sind es mehr? Also nochmal. Eines, zwei, drei, vier. Oder habe ich die falschen... Habe ich zu wenig alte Leute gezählt? Nein, nein, sollte schon richtig sein. Ah, es ist noch schwierig, hier alles zu treffen. So. Mal schauen. Ah, schau mal. Da ist eine Karte rausgeflogen. Sehr schön. Also war es doch richtig. Da kann man 2 Karten reinstecken, so wie es aussieht. Oder gar 3. Dann wählen wir noch die grüne. Jetzt ist es grün. Und da ist ein Code. Mond, 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 Mondstern. Muss ich mir merken. Mond, Mondstern. Und das ist das Fluchtpasswort. Mond, Mondstern. So, das sollte stimmen hier. So, da haben wir jetzt einen Schlüssel. Nein, das ist noch nicht ganz richtig.
könnten dann noch irgendwo ein drittes anschließen. Und zwar indem wir... Falsch. Indem wir hier den Schlüssel mal verwenden. Oh, ich glaube, ich habe schon was falsch gemacht. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob wir das alles dann gelöst haben. Vielleicht mache ich noch irgendwas falsch. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich habe das schon lange nicht mehr gespielt. Und ich dachte, dass man irgendwie hier das Ganze lösen kann. So, vielleicht steht ja noch hier was drauf. Nee, auch nicht. Ach ja, richtig. Ich weiß, glaube ich, wie. Ich habe einfach hier mal rumgedrückt hier. Warum auch immer es mit der 3 funktioniert. Wahrscheinlich wegen... Aha. Ja, ich verstehe. Zero, der dritte. Hätte ich eigentlich wissen müssen. So. Können wir die dritte Karte einstecken. Und jetzt kommt ein blauer Bildschirm. Und das ist schon etwas anderes hier. Stern, Stern, Mond. Und das ist das zweite Passwort. Und da kriegen wir immer ein paar weitere Daten. Also, was war das? Stern, Stern, Mond. Richtig. Yay. Richtig. Und das ist ein Pfeil mit Informationen drin. Ein Goldpfeil. Würden wir es auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad durchspielen, hätten wir nur einen Silberpfeil bekommen. Gut, also falsch. Dann versuchen wir es mal. Immer noch falsch. Geht doch. Versuchen wir das mal zu öffnen hier. Und dann können wir raus. Nur nicht wütend werden, Mann. Okay. Das war's. Damit verabschiede ich mich mal für heute und hoffe, man sieht sich zum 23. Türchen wieder. Bis dahin wünsche ich viel Spaß. Moment, kurz. Eigentlich wollte ich ja Nekopara aufnehmen, aber weil mein PC bzw. mein Laptop noch nicht so richtig gut eingestellt ist, um PC-Aufnahmen zu machen, habe ich mich zu diesem Spiel entschieden. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?